Ich freue mich sehr, die nächsten guten 40 Minuten mit Ihnen hier zu verbringen, weil wir wunderbare Menschen wir haben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dieses Podium zu öffnen für viele Fragen, denn es ist auf Deutsch und es ist für uns manchmal ein bisschen leichter, auf Deutsch eine Frage zu stellen, denn auf Englisch. Und deswegen werde ich einfach kurz die Menschen auf dem Podium vorstellen. Sie werden ein Eingangsstatement machen und dann öffne ich gleich den Raum. Also seien Sie bereit, gern alles zu fragen. Wir haben wunderbare Menschen hier, die wirklich was sagen können. Trauen Sie sich, nur zu. Ich möchte anfangen. Wahrscheinlich kennt jeder von Ihnen eine winzig kleine Applikation, die im Internet funktioniert, wie man Termine plant. Das Ganze heißt Doodle. Mike Neff sitzt hier in der Mitte. Er hat das Ganze erfunden. Um sowas zu erfinden, muss man natürlich auf Ideen kommen. Er ist ausgebildeter Ingenieur und hat viel als Berater auch gearbeitet und als Dozent und lebt hier in Zürich, weswegen wir von ihm natürlich einen Blick in die hiesigen Verhältnisse haben können. Mike, wie siehst du die Zukunft, wenn du hier jetzt, wo du auch als Investor hier in der Startup-Szene arbeitest, wie siehst du die Verhältnisse? Wo geht der Weg hin? Was macht die Startup-Szene hier gerade im Schweizer Raum aus? Wo sind da Möglichkeiten, aber auch Grenzen? Sehr breite Frage. ich würde sagen, das Schöne an der Schweizer Startup-Szene ist, sie entwickelt sich sehr gut. Sie entwickelt sich sehr gut, da ist echt einiges im Gange. In den letzten Jahren ist viel in Bewegung gekommen. Es gibt schöne Erfolge, es gibt schöne Projekte, es gibt Firmen, die international für Aufsehen sorgen, die auch verkauft werden und so weiter und so fort. Es wird ja oft der Vergleich gemacht zu anderen Hubs, wie insbesondere zum Silicon Valley. Kann man den Vergleich dann sehr schwer ziehen, weil die Schweiz einfach Generationen zurückliegt in puncto Größe und wie viel da schon gemacht wurde. Da gibt es in der Schweiz einfach zu wenig Erfahrung noch. Aber es kommt langsam mit erfahrenen Unternehmen, die ihre Erfahrung dann wieder in junge Firmen investieren und auch ihr Geld da investieren und so die Szene weiterbringen. Hast du Beispiele jetzt in Bezug auf Zukunft der Arbeit? Was ist der Schwerpunkt in der Schweiz? Kann man da was sagen? Schwerpunkt inhaltlich, es gibt jetzt, mir sind keine Projekte bekannt, die jetzt ganz gezielt sich mit diesem Thema auseinandersetzen, aber man sieht natürlich eine Entwicklung darin, wie Startups überhaupt aufgebaut werden. Und da sieht man schon diese Tendenzen, die wir auch oben gehört haben. WhatsApp, 1 Milliarde User mit 57 Ingenieuren, also die Skalierungsgrade, die werden immer krasser. Und die Wertschöpfung wird immer globaler. Also man holt sich auch die Ressourcen, die man braucht, um ein Startup aufzubauen, von der ganzen Welt, wo die Leute halt gerade die Expertisen haben, die man braucht. Apropos ganze Welt, Albert Wenger ist letzte Woche in Mexiko gewesen und er kommt so von einem zum anderen. Er hat vorhin ja schon für uns einen sehr interessanten Talk gegeben. Jetzt an dich die Frage, wenn du global darauf guckst, Zukunft der Arbeit, was macht es aus, diese neuen Formen, die da als Arbeit auf uns zukommen? Ich glaube, man sieht es in der ganzen Welt, dass die Menschen an neuen Dingen an neuen Projekten arbeiten, die das Verhältnis der Arbeit verändern. Wir haben gerade in eine Firma investiert, die ist in Estonien und die heißt Jobatical. Und die Idee von Jobatical ist, dass die Leute ein Jahr woanders arbeiten, also wie ein Sabbatical, aber halt zum Arbeiten wohin gehen. Und das hängt genau mit dem Thema, das Mike besprochen hat, zusammen. Es gibt überall in der Welt jetzt Startups. Es gibt Startups zum Beispiel in Thailand, die aber nicht unbedingt Zugang zu jetzt jemanden haben, der wahnsinnig viel Erfahrung mit Skalierung hat. Und dann gibt es Leute, die Erfahrung mit Skalierung haben, die aber jetzt satt haben, im Silicon Valley zu sein. Und Jobatical macht es dann möglich für die, etwas zu finden, ein Jahr lang in Thailand bei einem Startup zu arbeiten. Ich glaube, das Wichtige ist, dass all diese Themen sind inzwischen globale Themen. Und wir müssen, das heißt nicht, dass wir darauf warten, dass alle etwas machen müssen. Das heißt, wir können anfangen an einzelnen Orten. Man kann in der Schweiz anfangen mit einem Referendum.
Aber die Bewegung von Information ist global, die Bewegung von Kapital ist global und die Bewegung von Talent ist inzwischen global. Das heißt, also diese Themen sind alles globale Themen und man sieht das an so etwas wie Jobatical. Das alles fokussiert ja auf eine Form von Digitalisierung. Jetzt haben wir einen dabei, der sich ja darauf besonders spezialisieren kann oder spezialisiert hat und sieht, was wird denn daraus, wenn große Datenmengen am Werk sind. Dirk Helbing, hier Professor an der ETH, als Soziologe, der wirklich den Blick hat dafür, was da möglich ist. Wo siehst du da die Reise hingehen? Was wird digitalisiert und was auch nicht? Und wo sind da die Bewegungen? Wohin geht die Reise? Ja, wir befinden uns in der Mitte einer digitalen Revolution oder Transformation. Man kann es auch als Perfect Storm beschreiben. Plötzlich gibt es viele neue digitale Technologien, die Cloud, Big Data, künstliche Intelligenz, Cognitive Computing, Roboter, Internet der Dinge und Fintech. Und all das kommt jetzt zusammen und kreiert natürlich völlig neue Möglichkeiten. Wir werden, glaube ich, sehen, dass sich viele Industriezweige, aber auch gesellschaftliche und politische Institutionen umorganisieren. Und ich will nur ein Beispiel geben. Google Self-Driving Cars, natürlich auch produziert von anderen Unternehmen, das wird letzten Endes einen großen Umbruch mit sich bringen. Man kann die Mobilität, die wir heutzutage haben, wahrscheinlich mit 15-20% der Fahrzeuge bereitstellen. Es wird keine Taxifahrer mehr brauchen, keine Lkw-Fahrer. Es wird wahrscheinlich weniger Straßen brauchen, Garagen, Parkplätze, Verkehrspolizisten und so weiter und so fort. Ja. Und im Grunde genommen ist es so, dass künstliche Intelligenz so weit ist, dass sie Sprache so gut verstehen kann wie Menschen, Muster genauso gut erkennen kann wie Menschen und viele andere Aufgaben jetzt übernehmen kann. Das heißt, alles, was prozedural abgewickelt wird, und zum Beispiel die Verwaltung, könnte im Prinzip ersetzt werden durch Algorithmen. Und deswegen wird davon gesprochen, dass vielleicht 50% der heutigen Arbeitsplätze verloren gehen können in den nächsten 10-20 Jahren, laut bestimmter Expertenmeinung von großen Technologieunternehmen, wird dieses Problem sich aber schon in den nächsten 2-4 Jahren zuspitzen. Und wir müssen also hier eine wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Antwort finden, damit wir diese digitale Transformation zu unserem Vorteil wandeln. Denn das können wir sicherlich, aber wir müssen eben die halbe Volkswirtschaft neu erfinden. Das bedeutet andererseits, wir befinden uns in einer neuen Gründerzeit, es bestehen völlig neue Möglichkeiten, aber wir wissen halt nicht im Einzelnen, wie diese Zukunft aussehen wird, wie diese neuen Jobs aussehen werden und so weiter und so fort. Und deswegen braucht man ein Umfeld, was gesellschaftliche Stabilität garantiert. Das garantiert, dass die Leute sich nicht zu viel Sorgen machen und Populismus um sich greift, was am Ende politisch auch ein Problem werden könnte. Und Rahmenbedingungen, was den Menschen erlaubt zu experimentieren, eben diese neuen Geschäftsmodelle und Produkte und Services zu entwickeln. Und das braucht eine gewisse Art von Sicherheit, damit wir experimentieren können und diese fantastischen neuen Lösungen für die Zukunft entwickeln können. Insgesamt bin ich zuversichtlich. Ich denke, wir können das packen und am Ende werden wir noch eine bessere Gesellschaft haben als heutzutage. Aber wir müssen über diese Dinge diskutieren, damit das uns gelingt. Grundeinkommen als Gründereinkommen. Frage an Daniel Hähni. Daniel Hähni ist Unternehmer in Basel. Er hat das größte Kaffeehaus der Schweiz, also ein Sektor, wo Niedriglohnverhältnisse herrschen. Du hast vor 10 Jahren diese Initiative in Gang gebracht, dass wir jetzt am 5. Juni abstimmen über ein Grundeinkommen. Wie siehst du die Zukunft jetzt gerade in einem Bereich, wo nicht Digitalisierung greifen wird in dem Maße, wie Dirk Helbing es gerade vorgestellt hat hier? Da sind Menschen, die an der Bar arbeiten, die bedienen und dergleichen. Wo geht da die Reise hin?
Also gerade im Gastgewerbe, ich sage ein bisschen, das ist eigentlich die Urwirtschaft. Also natürlich die Landwirtschaft, aber das Gastgewerbe. Und heute beobachten wir, dass das im Bereich des Niedriglohns ist. Eigentlich seltsam, das ist ja so eine hohe menschliche Geste, nämlich Gastgeber zu sein. Wieso können wir das eigentlich nicht genügend wertschätzen? Und ich glaube, dass dort, oder ich hoffe, dass dort die Digitalisierung auch gar nicht reinkommt. Aber wenn wir die Gastgeberschaft weiter vielleicht sogar ausbauen wollen und in eine andere Wertschätzung bringen, dann müssen wir eben tatsächlich neu denken. Und ich glaube, das geht in die Richtung, dass wir diese alten Werte, ich bin auch noch so erzogen worden als guter Schweizer, Fleiß war wichtig, dann habe ich gelernt, das konnte ich dann nicht so gut, also dass man auch dann folgt, wenn jemand etwas sagt, so, das habe ich jetzt nicht so gut gekonnt, auch das mit der Disziplin habe ich nicht so gut, aber ich habe mir Mühe gegeben, aber vielleicht war es auch ein Glück, dass ich nicht so gut war in dem, weil ich dann schon ein bisschen die anderen Fähigkeiten ausgebildet habe. Und ich glaube, diese alten Tugenden, wie sagt man, des protestantischen Arbeitsethos oder vom zwinglianischen Arbeitsethos oder vom calvinistischen Arbeitsethos, eben wie Fleiß und Gehorsam, das brauchen wir nicht mehr in der Zukunft. Nicht nur, weil die Digitalisierung kommt und uns dazu zwingt, umzudenken, sondern dafür, dass wir mit dieser Digitalisierung, dass wir sie auch sinnvoll, menschlich, humanistisch nutzen können. Und ich denke, die neuen Tugenden sind Kreativität natürlich, ist ein Allweltwort. Kreativität, Eigeninitiative würde ich da groß schreiben, dass wir lernen in Zukunft und unsere Kinder und in der Bildung überhaupt, dass wir dort in die Richtung gehen, dass man eben nicht Multiple Choice ausfüllen lernt und dort das brauchen wir nicht mehr, sondern dass wir lernen zum Beispiel uns selber wahrzunehmen, dass man in der Schule vielleicht das Fach Wahrnehmung hat oder das Fach Aufmerksamkeit, dass wir solche Dinge lernen. Ich glaube, in die Richtung. Und im Kaffeehaus hatte ich das Glück, dass wir gesagt haben von Anfang an, wir wollen niemand im Kaffeehaus, der nur fürs Geld arbeitet. Und so haben wir begonnen, die Bewerbungsgespräche, wir nennen sie Vorstellungsgespräche, anders zu gestalten. Uns ist ganz wichtig herauszufinden, was ist das wirkliche Motiv der Arbeit. Und wenn wir merken, das ist ja nur Job oder das ist eigentlich nur das Geld, das heißt ein Fremdmotiv in der Arbeit, verzichten wir dann auf eine Zusammenarbeit. Und in der Folge, muss ich auch das Resultat bekannt geben, hat sich gezeigt, dass wir immer sehr, sehr viele Bewerbungen haben. Sehr schön, vielen Dank. Also wenn man sich das mal so vor Augen stellt, die Hälfte unserer Volkswirtschaft müssen wir neu denken. Was heißt es dann für bestehende Unternehmen, wenn wir so große Umwälzungen vor uns haben? Albert? Ich glaube, es ist nicht nur die Frage für die bestehenden Unternehmen, sondern die Frage ist für die Individuen, aus denen diese Unternehmen bestehen. Und ich glaube, es ist eine existenzielle Frage für uns alle. Das ist die Frage, was ist unser Zweck? Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Was tragen wir bei? Und ich fand das sehr gut, was Daniel gesagt hat zum Punkto Werte. Das heißt also, wenn eine Maschine vielleicht einen genauso guten Cappuccino oder Latte Macchiato machen könnte, aber wenn unser Wert ist, dass wir halt es wert sehen, dass wir einen Gastgeber haben, der oder die diesen Latte Macchiato für uns gemacht haben und sich da bemüht haben. Ich glaube, wir brauchen diese Art Umstellung und die Unternehmen müssen auch über ihre eigenen Werte nachdenken und für welche Werte sie als Unternehmen stehen in einer Welt, in der viel automatisch gemacht werden kann. Es gab kürzlich eine Publikation von Harald Welzer, einem deutschen Soziologen, der gesagt hat, schmeißt euer iPhone weg. Hört auf, damit mitzumachen bei dieser Digitalisierung. Ich habe ein Android. Du hast ein Android, gut. Schmeißt euer Android weg. Die Frage ist, was wird denn nicht digitalisiert? Gibt es Gegenbewegungen? Wie sind die Stimmungen da in der Gesellschaft? Wie nehmt ihr das wahr? Ich glaube, dazu gibt es eine Formel, die kann man sich ganz einfach merken. Ein Freund von mir hat ein Buch geschrieben, das heißt, wenn,
wenn die Dinge Daten werden, also genau beschreibt diesen Prozess. Und dort habe ich gelernt, ja, alles, was berechenbar ist, alles, was man genau beschreiben kann, was zu tun ist, ja, natürlich wird das automatisiert werden. Ja, und zum Glück. Und wenn man jetzt eine Frage beantworten will, das kann ja jeder selber auch in seinem Feld, ja, alles, was man jemandem sagen kann, was er tun soll, ist eigentlich, da ist man schon auf dem absteigenden Ast. Und die Menschen sind gut beraten, wenn sie sich eben in dem ausbilden, gerade was die Maschinen nicht können. Ja, also ich plädiere auf keinen Fall, letzten Endes sich jetzt zu distanzieren von digitalen Technologien, bieten so viele Möglichkeiten, die wir in Zukunft nicht missen wollen und auch brauchen. Wir stehen nämlich vor einer anderen Transformation gleichzeitig in Richtung Low Carbon Economy. Wir müssen die Klimaveränderungen bewältigen, wir müssen mögliche Ressourcenengpässe bewältigen und unsere Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft, in eine Sharing Economy umbauen. Und das heißt, der Umstand, dass hier Arbeitskraft frei wird durch die Automatisierung, Digitalisierung, ermöglicht es uns, diese andere Transformation zu bewältigen. Also das ist eben eine doppelte Chance. Und die digitalen Technologien erlauben es uns eben gerade, diese andere Herausforderung anzugehen. Und da braucht es Beteiligung von der Bevölkerung. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir die digitale Wirtschaft und Gesellschaft so bauen, dass sie Möglichkeiten für jeden schaffen, eine Art Mitmachgesellschaft, eine Vertrauensgesellschaft. Und da muss man darüber nachdenken, wie man die Technologien einsetzt. Ja, gibt es natürlich verschiedene Varianten. Und wenn man sie falsch einsetzt, dann kann man auch ins Totalitäre abrutschen. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen braucht es eben die öffentliche Debatte und deswegen braucht es eine Zusammenarbeit zwischen allen Gruppen der Gesellschaft, zwischen Politik und Unternehmern und Wissenschaftlern und der Bevölkerung. Dann wird das sich gut entwickeln. Ich glaube, bei dem Telefon ist die Frage, verwende ich mein Telefon oder verwende mein Telefon mich? Und das ist zum Teil, das ist ein Teil Eigenverantwortung. Das sind bestimmte Dinge, die wir gesetzlich machen sollten. Zum Beispiel, ich finde es nicht gut, dass es ein Rückschritt ist, als ich auf dem Webbrowser war. Den Webbrowser, den habe ich kontrolliert und da kann ich einen Adblocker verwenden und so weiter. Da kontrolliere ich, was mein Computer macht. Auf meinem Telefon kontrollieren jetzt nur noch Apple und Facebook und Google, was ich mit meinem Telefon machen kann. Und Twitter, ja, gut, genau, so klein, ja. Und deshalb ist es eine Frage dessen, wer hier die Macht hat. Haben wir als Individuen die Macht oder haben unsere Telefone die Macht über uns? Wir können die Frage ja mal ins Publikum geben. Wer hat denn das Gefühl, sein Telefon hat Macht über ihn? Und wer hat das Gefühl, vielleicht das mal als erstes als Frage, wer hat das Gefühl, sein Telefon hat Macht über ihn? Wer hat das Gefühl, er beherrscht sein Telefon? Manchmal. Eindeutig noch die Mehrzahl. Also ich möchte sehr gerne das Gespräch öffnen und den Raum bieten für Fragen. Pola wird ein bisschen helfen oder Selma mit dem Mikrofon. Ja, ich habe eine Frage. Was werden denn die Maschinen nie können, was aber Menschen können? Mensch sein. Und was heißt Mensch sein? Nein, ich mein, das es ist nicht als Witz gemeint. Das ist das Beispiel, das ich mit dem Kaffee gebracht habe. Es ist die Beziehung zwischen zwei Menschen, wo ein Mensch sagt, ich mache einen Kaffee für dich und ich mache den Kaffee gut, so gut, wie ich den Kaffee machen kann. Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was wir als Mensch machen können, was eine Maschine nicht machen kann. Das heißt, wir müssen lernen, Wert zu schöpfen, dass es ein Mensch etwas für uns macht, nicht eine Maschine. Also in den kommenden Jahren wird sicherlich die Kreativität noch das Unterscheidungsmerkmal sein. Die Frage ist, für wie viele Jahre oder Jahrzehnte wird das so sein. Aber das eröffnet uns natürlich auch diese Möglichkeiten, Aufgaben wahrzunehmen, die interessanter sind als das, was wir vielleicht heute tun.
Innovation wird ein ganz großes Thema sein. Personalisierung, Individualisierung, aber auch Kooperation, Vernetzung, Co-Kreation. Dinge, die positiv sind. Ja, insofern würde ich sagen, schauen wir mit Optimismus in die Zukunft und gestalten es eben zu unseren Gunsten. Vielleicht noch ein Begriff als Antwort. Empathisch werden wahrscheinlich Maschinen nie sein können. Und noch ein bisschen zugespitzt, ein bisschen, ich will sie nicht provozieren, aber also ich will es doch. Maschinen werden nie politische Wesen sein können. Weil das Politische ist immer ein rein menschliches. Jetzt denkt man da doch, wir könnten ja die Politiker, da können ja die Roboter und so, ist eine lustige Vorstellung. Aber ich glaube, es ist falsch. Menschen sind die politischen Wesen, das werden die Maschinen nie übernehmen können. Sie haben erklärt, wie wichtig auch die andere Sache ist, der Klimawandel. Wir haben gehört, dass das bedingungslose Grundeinkommen wahrscheinlich eher spät kommt als früh. Haben wir dann noch Zeit, wenn wir wissen, was gefordert ist in Bezug auf Klimawandel und CO2-Reduktion? Ja, ich denke, die Dinge werden viel schneller gehen, als wir uns das vorstellen. Und wir müssen auch tatsächlich aufs Gaspedal drücken. Einerseits, weil es natürlich Konkurrenz gibt im Digitalisierungsbereich und damit das Tempo vorgegeben ist, aber andererseits, weil wir eben auch die Herausforderungen bewältigen müssen, vor denen die Menschheit steht. Und das erfordert Tempo. Dieses Tempo entsteht jetzt, glaube ich, durch die öffentliche Diskussion und auch durch die technologischen Möglichkeiten. Ich denke, man wird diese Technologie nutzen, um auf eine crowdsourced Art und Weise unsere Umwelt neu zu vermessen und dadurch auch ein neues Gefühl für die Bedeutung unserer Umwelt gewinnen. Wir werden mehr Awareness, mehr Bewusstsein haben für die Probleme, aber auch die Gelegenheiten und wir werden lernen, mit unserer Umwelt und miteinander auch besser umzugehen, auch kulturelle Hürden zu überwinden und diese Geräte, wie sie vielleicht in Zukunft immer aussehen mögen, werden uns dabei unterstützen. Das wird also eine Art Informations-, Innovations-, Produktions- und Service-Ökosystem sein, in denen die unsere Umwelt und wir, aber auch künstliche Intelligenzsysteme integriert sind und wir alle zusammenwirken. Es liegt vielleicht an meinem Alter, dass ich mich nicht ganz so wohl fühle bei allen Voten, die ich gehört habe. Bin zu jung, um einfach zurückzulehnen und zu denken, ja, lassen wir das die anderen tun. Bin aber zu alt, um Vollgas zu geben, sagen wir es mal so. Ich bin heute Morgen zum Beispiel mit meinem babyblauen 66er Opel Kadett dahin gefahren und ich habe gesehen, es gibt Autos, die fahren selber, würde nie drin, mich reinsetzen, um ein bisschen Tempo rauszunehmen. Ich komme aber auf das Votum von Herrn Häni. Er sagte, alte Tugenden seien nicht mehr gefragt. Ich erlaube mir, Ihnen zu widersprechen. Er sagte auch, und deshalb komme ich darauf, Zukunft der Arbeit. Vor der Arbeit kommt ja das Kindsein, das Erwachsenenwerden. Herr Häni hat erwähnt, wir müssen in der Schule unsere Kinder gewisse Sachen beibringen. Ich weiß den Ausdruck nicht mehr so ganz genau. Aufmerksamkeit wurde, glaube ich, genannt. Das kann es nicht sein. Das müssen wir. Ich komme aber jetzt auf die Frage, wie arbeiten wir oder wie erziehen wir unsere Enkel und unsere Kinder, vielleicht jetzt ich, unsere Enkel, damit sie in dieser Welt bestehen können? Das frage ich Sie im Plenum. Ich denke, dass
Programmierfähigkeiten wahrscheinlich so wichtig werden in Zukunft wie eine Fremdsprache zu sprechen. Die Naturwissenschaften, glaube ich, werden weiterhin wichtig sein, aber wir werden zum personalisierten Lernen kommen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir kreativer sein müssen in Zukunft. Wir müssen in der Lage sein, uns zu spezialisieren, auszudifferenzieren, unsere eigenen Geschäftsideen, Modelle zu entwickeln, umzusetzen in Kooperation mit anderen. Das heißt, soziale Kooperation wird wichtig sein. Es wird die Fähigkeit wichtig sein, Informationen zu finden und kritisch zu bewerten. Stichwort Aufklärung 2.0, digitale Aufklärung, neue Mündigkeit, digitale Mündigkeit. All diese Dinge werden eine Rolle spielen und die Fähigkeit, sich anzupassen an Veränderungen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und ständig dazu zu lernen. Und das sind nur einige Stichworte, aber ich glaube, damit müssen wir uns befassen und entsprechend müssen wir unsere Ausbildungseinrichtungen auch anpassen. Vielleicht noch ergänzen und gleichzeitig auch die Fähigkeit, sich nicht immer anzupassen, denke ich, ist in Zukunft sehr gefragt, die Fähigkeit, Nein sagen zu können. Und ich sage es nochmal, weil Sie gefragt haben, also das Fach Bedarfswahrnehmung finde ich absolut, das muss ein Hauptfach werden. Ich wollte die Frage noch einmal ganz kurz zuspitzen für Mike. Was erlebst du, wenn du die Startups begleitest? Was für Fähigkeiten brauchen die denn, die die Welt verändern? Also ich kann eigentlich, glaube ich, nochmal zwei Dinge aufnehmen, die du wahrscheinlich auch schon gesagt hast, die ich ein bisschen anders ausdrücke. Ich würde mir für die Bildung wünschen, dass die Freiheitsgrade größer werden. Also wie du auch sagst, ist das Bildungssystem darauf ausgelegt, die Leute gleichzuschalten über große Strecken. Da würde ich mir mehr Freiheitsgrade wünschen, auch andere Anreizsysteme, sodass die Leute nicht gleichgeschaltet werden, sondern dass möglichst viele auch irrsinnige Ideen verfolgt werden. Und das Zweite, was du als Programmieren genannt hast, würde ich ein bisschen verallgemeinern zu, es gibt so den Begriff Running with Machines, also die Strukturen, die es heute gibt, digitalisierte Strukturen, einzusetzen, um aus der Kombination von menschlichen und technischen Systemen ein Optimum rauszuholen. Und dieses Muster sieht man immer mehr, wo eben nicht das menschliche System das Optimum ist und auch nicht das technische, sondern die Kombination von beiden. Ich denke mal, die Frage für sich selbst beantworten zu können, warum mache ich das, was ich tue? Das heißt also, ich glaube, besonders in den USA machen wir im Moment den Fehler, dass die Schule immer größer wird und immer mehr macht und immer mehr Zeit der Kinder und immer mehr Hausaufgaben und die Kinder immer weniger Zeit darüber haben, nachzudenken, wer sie sind und was, wofür sie stehen und was sie machen wollen. Und ich glaube, in einer Welt, wo es einfach niemand mehr geben wird, der einem jetzt sagt, ja, das ist dein Job und da bist du jeden Tag und ich sag dir, was du machst und warum du es machst, wird es immer wichtiger für den Einzelnen zu wissen, was er oder sie, was das Eigeninteresse ist. Und dann die Fähigkeit zu haben, zu lernen, weil die Information, die man lernen will, die ist dann alle draußen. Es ist nicht mehr so, dass man den Lehrer braucht, um den Lehrer zur Informationsvermittlung, sondern man kann, wenn man heute Wikipedia aufmacht, dann kann man fast alles schon mal anfangen zu lernen. Also das selbstständige Lernen und Lernen über das ganze Leben hinweg, glaube ich, wird auch eine extrem wichtige Fähigkeit sein. Ja, daran möchte ich anschließen. Inspirationsfähigkeit und Intuitionsfähigkeit sind eigens menschliche Fähigkeiten. In welcher Weise kann das bedingungslose Grundeinkommen die Entwicklung dieser Fähigkeiten fördern? Ja, ganz einfach eben wegen dieser Bedingungslosigkeit. Das macht uns ja am meisten Mühe mit dieser Idee, weil das gibt es ja nirgends eigentlich, oder? Vor allem im Zahlungsverkehr gibt es die Bedingungslosigkeit nicht. Es gibt immer, wenn wir mit Geld einen Vorgang machen, tun wir das mit einer Bestimmung versehen. Das kennen wir nicht. Und das ist eigentlich wie das Nadelöhr. Wenn wir diesen Mut haben, einfach jetzt mal auf die Bedingungen verzichten, es ist so schwer, es tut mir leid,
dann kommt, also und vielleicht braucht man eben dazu eine gewisse Inspiration und Intuitionsfähigkeit. Das kommt dann gerade beim Tun. Ich möchte gern zwei Bilder teilen, die mir wichtig sind. Das eine ist, auf den Galapagos-Inseln hat man gesehen, dass Echsen innerhalb ganz weniger Generationen eine andere Länge von Beinen und einen anderen Verdauungsapparat generieren können, was nicht bekannt war vorher. Sehr überraschend, weil man immer gedacht hat, das dauert viel länger. Die hatten eine andere Umwelt und haben sich, so scheint mir, als Kollektiv entschieden, dass die neue Bauform besser ist und haben die angepasst. Und wir schielen, das ist jetzt mein Bild übertragen auf die Gesellschaft, oft auf die technischen Errungenschaften. Und mein Bild ist, die Gruppenseele, wenn ich den Begriff nennen darf, oder das kollektive Bewusstsein, hat einen Wunsch, sich neu zu äußern. Zum Beispiel sich zu vernetzen, da erfindet man Telefonie, dann später Internet. Oder den Wunsch, besser zu wissen, dann erfindet man Google, für mich ein großer spiritueller Lehrer, weil er uns ständig fragt, was willst du, was willst du, was willst du, was willst du jetzt? Also wir lernen zu denken, was wir überhaupt wollen, eine Frage, die wir lange nicht gedacht haben als Kollektiv, nach meinem Bild. So, und dann geht die Frage weiter und wir erfinden den 3D-Drucker, aber auch nicht wieder als Technik zuerst, sondern nach meinem Bild aus einem inneren Wunsch heraus, nämlich die Welt neu zu erschaffen. Nicht mehr zu wählen, willst du das eine, das zweite oder das dritte, blau oder grün, sondern wirklich, was willst du wirklich? So, also mein Bild ist immer, die Gruppenseele oder das Kollektiv hat zuerst einen Wunsch und dann äußert sich das in der Technik. Und wenn die wirklich die Antwort drauf ist, dann wird sie sich durchsetzen. Wenn sie nicht so wirklich die Antwort drauf ist, vielleicht ein bisschen später. Danke. Also um den Begriff noch ein bisschen zuzuspitzen, würde ich euch gerne nochmal fragen. Also es gibt ja, ne, wenn man Zukunft der Arbeit fragt, die zwei Konnotationen, entweder was tun wir oder was für einen Begriff der Arbeit brauchen wir eigentlich, um in Zukunft sowas wie Arbeit denken zu können. Was meint ihr zu letzterem? Also welchen Begriff von Arbeit brauchen wir, um diese große Transformation, die dargestellt wurde, selbst gestalten zu können? Also ich glaube, wir brauchen noch einen Grundlagenbegriff davor, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber du hast ihn gestern Abend erwähnt, heute mache ich es, nämlich wir müssen unterscheiden zwischen Quantität und Qualität, weil der technologische Fortschritt, den haben wir jetzt schon länger, eben durch die erste Industrialisierung etc. bis jetzt, und bisher haben wir das immer in quantitatives Wachstum umgesetzt. Und es könnte sein, ich finde, das ist die richtige Fragestellung, sind wir jetzt nicht am Punkt, wo das jetzt tatsächlich zu Ende ist mit der Quantität und ist nicht die Qualität der Fokus, der gestellt ist, und von dort aus können wir dann auch beantworten, eben was sind die neuen Herausforderungen und Fragen bezogen auf die Arbeit. Also für mich persönlich ist für die Arbeit wirklich dieses kreative Moment sehr wichtig, aber auch das Ziel, wo man hin möchte. Man spricht ja heutzutage im Zusammenhang mit Big Data viel über Predictive Analytics, über Zukunftsvorhersage. Die Japaner machen das anders, die machen Backcasting, die überlegen sich, wo möchten sie als Gesellschaft in 10 oder 20 Jahren sein und wie kommen wir dahin? Das heißt, wie können wir Technologie nutzen, um unsere Ziele zu erreichen? Was sind das für Ziele? Darüber müssen wir uns klar werden. Oder lassen wir uns einfach treiben von Technologie? Und ich bin eigentlich der Meinung, wir sollten uns klar werden über unsere Ziele und dann die Technologie nutzen, um dorthin zu kommen. Das war sehr gut gesagt, weil ich glaube nicht, dass es eine kollektive Seele, die jetzt schon irgendwie etwas will, schon gibt, sondern ich glaube, wir brauchen den Dialog über die Ziele. Wir müssen die kollektiv finden, was diese Ziele sein sollten, und das hilft uns dann zu entscheiden, wie wir die Technologie einsetzen und auch wie wir sie regulieren und was für soziale Systeme wir brauchen. Für mich ist das die zentrale Frage nicht die Arbeit. Für mich ist die zentrale Frage die Aufmerksamkeit. Das heißt also, womit verbringen wir unsere Zeit? Und ich glaube, es gibt viele bessere Dinge, mit denen wir unsere Zeit verbringen können, als die meiste bestehende Arbeit. Viele Menschen, die zum Beispiel in einer Versicherung Formulare vor- und zurückschieben oder auswerten oder so, das wäre gut, wenn das eine Maschine macht, weil deren Zeit könnte besser verwendet sein, Zeit mit einem Freund zu verbringen oder Zeit mit der Familie oder in der Natur. Und
deshalb ist die Frage der Ziele und was die Frage dessen, was wollen wir, ist so eine wichtige Frage, weil nur das kann dann uns helfen, auch unsere Aufmerksamkeit auf die richtigen Dinge zu legen. Und für mich ist eins dieser wichtigen Dinge der Klimawandel. Und ich bin Optimist. Ich glaube, es ist nicht zu spät. Wir müssen wahrscheinlich sehr viele neue Ideen generieren. Aber wir haben eine bessere Chance, neue Ideen zu generieren, wenn mehr Menschen Zeit haben, an diesen Ideen zu arbeiten. Und wenn mehr Menschen die Möglichkeit haben, neue Dinge zu gründen, die mithelfen können. So würde ich jetzt schon anschließen mit quasi einer letzten Fragerunde, da wir am 5. Juni hier in der Schweiz um Grundeinkommen eine Abstimmung haben. Was hat das mit der Zukunft der Arbeit zu tun? Was werden die Grenzen sein, die das ermöglichen kann? Was werden die wirklichen Ermöglichungsräume sein, die sich dadurch auftun, falls sowas irgendwann mal Realität werden wird? Was ist euer Statement dazu? Ja wählen. Also ich glaube, jetzt ist diese Abstimmung, das ist ja die erste weltweite, ein ganzes Land, ein ganz kleines allerdings, stimmt darüber ab. Und ich glaube, es kam mir gestern in den Sinn, das Bild, weil der Filmemacher aus Wien, der jetzt einen Film macht über das Grundeinkommen weltweit, hatte ich so das Gefühl, also diese Volksabstimmung, vielleicht kann man es so verstehen, ist wie der Trailer zum wirklich großen Grundeinkommensfilm, der dann weltweit läuft. Ich meine, das ist natürlich nicht der Film von Christian Thor, sondern die Wirklichkeit, die Volksabstimmung wird der Trailer sein. Und dann steht beim Trailer Coming Soon. Ich kann auch sehr kritisch diskutieren, das haben wir vorhin gemacht, aber ich nehme jetzt mal die positivere Sicht ein. Und ganz konkret, weil du gesagt hast, was würde der Impact sein von einem Grundeinkommen, ganz konkret sehe ich einen Zusammenhang mit in Bezug auf die Workforce, wie sie sich entwickelt mit dieser On-Demand-Economy, Freelancer und so weiter und so fort, wo es da einfach viel, viel mehr Stabilität gibt in diese neue Struktur von Arbeitsmarkt, wo die Leute die Variabilität bei ihrem Einkommen rausnehmen können und so viel, viel besser in dieser neuen Arbeitsstruktur arbeiten können. Und noch ein bisschen vielleicht utopischer würde ich die große Chance sehen, dass all die Aktivitäten und Aufmerksamkeiten, die man haben kann, die heute nicht so wirtschaftlich bevorzugt sind, Sport, Kunst, Kultur, teilweise Wissenschaft und so weiter und so fort, mehr Aufmerksamkeit kriegen würden. Hoffentlich eben auch wieder für irrsinnige Ideen, was ich sehr interessant fände. Ja, ich will Ihnen eigentlich nicht empfehlen, was Sie am 5. Juni machen sollen, oder nicht ganz im Sinne der digitalen Mündigkeit. Das ist natürlich Ihre Entscheidung. Ich denke nur, die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft, die muss sich mit den Zukunftsszenarien befassen. Wir brauchen auf jeden Fall Lösungen zu den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die müssen einsatzbereit sein, bald. Vielleicht gibt es auch andere Varianten noch als das Grundeinkommen, aber dann müssen die irgendwann auf den Tisch gelegt werden, die müssen dann auch diskutiert werden, politisch und mit der Bevölkerung, und dieser Prozess ist jetzt in Gang gekommen, das finde ich sehr positiv, und ich denke, an dieser Stelle muss man auf jeden Fall weitermachen, auch nach diesem Wahltag, egal wie es ausgeht, und dann bin ich sehr optimistisch zu unserer Zukunft. Ich würde noch mal gerade öffnen für Fragen. Wir haben noch so 4 Minuten etwa, 4,5. Ja, ich glaube, dass der Titel eigentlich nicht Future of Work, sondern Future of Society heißen müsste. Und ich sehe halt das große Problem, dass wir hier eine Art Differential bräuchten, dass diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten zusammenbringt. Wir haben auf der einen Seite diesen rasanten technologischen Wandel, der, ich sage mal, Silicon Valley-mäßig getrieben wird. Auf der anderen Seite sehe ich aber kein Äquivalent. Wir brauchen nur schauen, auf dem Brenner wird jetzt eine Grenze installiert wieder. Es scheint, als ob wir dort in die
andere Richtung wieder gehen. Und ich glaube nicht, wenn wir die heutigen Politikmechanismen betrachten, in Europa oder auch anderswo, dann ist das auf ganz einem anderen Level in terms of speed und so weiter. Und wie man das jetzt zusammenbringt, das, glaube ich, wird die große Challenge. Und ich sehe leider das nicht so positiv wie Albert oder Mike. Wir hatten schon Zeit. Ich meine, 1972 ist der erste Bericht an den Club of Rome, The Limits to Growth, erschienen. Es sind jetzt über 40 Jahre vorbei. Ja, es hat sich was getan, aber eigentlich nicht. Von dem her müssen wir jetzt die Zeit doppelt so gut nützen. Und ich glaube, dieses Thema, ob das Telefon mich besitzt oder ich das Telefon, im Grunde der Kern des Problems ist, welche Gesellschaft wollen wir, wie Dirk das angedeutet hat. Und dieses Modell des Silicon Valley, das im Moment eigentlich 99% des Startups und dieser ganzen Szene beherrscht, müsste eigentlich ein wenig balanciert werden mit einem Approach, der sozusagen gesellschaftliche Veränderung, also Technologie, Open Source und in die Richtung. Und diese Transformation, die sehe ich im Moment nicht da. Ich denke, die kommt aber auf den Weg. Also das sind ganz bemerkenswerte Entwicklungen. Der Kongress hat sich in Amerika beschäftigt mit Citizen Science, mit Bürgerwissenschaft, weil man eben sieht, man braucht eine viel breitere Basis der Innovation. Und außerdem möchte Obama, dass die Vereinigten Staaten eine Nation of Makers werden, also von Erfindern und Bastlern und Tüftlern. Und das sind natürlich alles Dinge, die jetzt sehr stark die Menschen bottom-up mobilisieren und einbinden in diese gesellschaftlichen, ökonomischen und Innovationsprozesse. Und da hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Und ich glaube, in Europa sollten wir das auch viel stärker fördern. Aber im Grunde genommen gibt es jetzt schon in vielen großen Städten Fab Labs, wo Dinge ausprobiert werden, wo man diesen Spirit hat, Open Data, Open Innovation. Wir machen Dinge zusammen, wir lösen die Probleme gemeinsam und wir packen das. Und eben, wir müssen diese Existenzangst, die mir ja unnötig scheint, wir leben ja im Überfluss, müssen diese Existenzangst aus der Gesellschaft rausbringen. Gerade, es wurde ja schon gewarnt von diesen politisch-gesellschaftlichen Bewegungen, die dann eben noch mehr abgrenzen wollen. Sie sagen, es entsteht eine Mauer auf dem Brenner, oder? Deshalb müssen wir, glaube ich, dafür sorgen, dass wir die Existenzangst, die wirklich nicht mehr nötig ist hier, dass wir die aus der Gesellschaft rausbringen, damit diese Menschen für so eine politische Bewegung gar nicht mehr greifbar sind. Ich glaube schon, dass man gleichzeitig optimistisch und pessimistisch sein kann. Also ich bin sehr optimistisch, was die langfristige Möglichkeit angeht. Ich bin aber ein bisschen pessimistisch, wie wir dorthin kommen. Und ich bin deshalb pessimistisch ein bisschen, weil wann immer es einen großen Umbruch gibt, gibt es sehr viel Uncertainty, Unsicherheit. Und wenn es Unsicherheit gibt, dann gibt es natürlich auch immer Menschen, die kommen und sagen, hier, ich habe eine ganz einfache Nachricht. Und meine ganz einfache Nachricht, die zeigt dann meistens in die Vergangenheit. Make America great again, zum Beispiel. Und in dieser Zeit der Unsicherheit besteht die größte Gefahr. Und ich würde sagen, das größte Problem, das wir haben, ist genau wie beim Übergang von der Agrargesellschaft auf die Industriegesellschaft. Da habe ich vorhin gesagt, die Politiker kamen vom Land und sie haben die Agrarwirtschaft verstanden. Jetzt kommen die Politiker von der Industriegesellschaft und vom Kapital und sie versuchen, das bestehende System zu retten, anstatt zu sagen, wir müssen das neue System erfinden. Und ich glaube, dass man sieht das gerade in der amerikanischen Wahlkampf, die Popularität von Trump und von Sanders geht darauf zurück, dass die Menschen schon vor der Politik voran sind. Die Menschen sagen, nee, es geht nicht darum, jetzt hier noch einen kleinen Ding zu adjustieren, um die Industriegesellschaft so wieder aufrechtzustellen, sondern die Menschen sehen, dass wir eine größere Veränderung brauchen. Das ist auch die große Chance, dass die Menschen das sehen. Und die Frage ist jetzt, wie nützen wir diese Chance? Lassen wir Menschen, die mit vereinfachen Nachrichten in die Vergangenheit gehen wollen, geben wir denen das Podium oder nehmen wir uns das Podium für eine zukunftsorientierte Politik?
Vielen Dank. Wir haben heute die Chance, selber schon ein bisschen auszuprobieren. Es kam einmal zur Sprache, zu Geld haben wir eine komische Beziehung. Wir haben einen Künstler da, der mit Geld experimentiert, zum Teil auch noch, noch weiter zu treiben. Also man kann sich beteiligen an dem Kunstwerk. Sie werden es im Gebäude sehen. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich für das Podium und wünsche eine gute Mittagspause.